Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Company of Heroes 2 Kampagne. Es geht jetzt weiter mit der Mission Lublin, Juli 1944, Lublin, Polen. Hitler und Stalin waren 1939 als Verbündete in Polen eingefallen, doch 5 Jahre später waren sie erbitterte Feinde. Bis Juli 1944 eroberte die Rote Armee die Ukraine und Weißrussland zurück und plante als nächstes, die Wehrmacht aus Ostpolen zu vertreiben. Lublin war ein wichtiges Ziel auf dem Weg nach Warschau. Es diente als Hauptquartier der deutschen Operation in Polen. Tausende polnische Zivilisten lebten und starben nach den Launen deutscher Kommandanten. Am Stadtrand verbarg ein Lager die größten Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Isakowitsch wurde entsandt, um über die Lublin-Schlacht und die Gräueltaten von Majdanek zu berichten. Moment. Es ist die Pflicht des Autoren, die schreckliche Wahrheit zu sagen. Und es ist die Bürgerpflicht des Lesers, diese Wahrheit zu erfahren. Sich wegzudrehen, die Augen zu schließen und vorbeizugehen, wäre eine Beleidigung an die Erinnerung an jene, die dahingeschieden sind. Wassili Grossmann, sowjetischer Kriegsberichterstatter. Ich habe irgendwie ziemlich viel Spaß daran, das immer so pseudorussisch vorzulesen. Wir werden das Ganze auf Hauptmann spielen und loslegen. Der Ladebildschirm. Ladebildschirm! Yay! Ich glaube, auf dieser Map werden wir ganz viel Spaß haben. Ganz viel. Wobei die Mission hiernach, da werde ich noch mehr Spaß haben. Das ist eine meiner Lieblingsmissionen. Und ich muss mich mal eben kratzen. Und noch eine Sache. Das hier ist das erste Video, das ich aufnehme nach dem 50-Abo-Special. Ich hoffe, es hat euch richtig gut gefallen. Naja, es reicht mir auch, wenn es euch gefallen hat. Aber ich fand die Idee einfach toll. Ich habe sie durchgeführt mit Daniel zusammen. Hab dann natürlich auch gleich wieder gesehen. Hey, wir haben nur noch 49 Abonnenten. Ich danke trotzdem auch den Typen, der da wieder abgesprungen ist. Ich weiß es ja nicht, wer das war. Ich gucke nämlich schon länger nicht mehr in die Abo-Liste. Also wer uns abonniert hat, weil... Da werden ab und zu auch irgendwie Leute nicht angezeigt und so bla. Also vielleicht ist es auch einer von denen, die nicht angezeigt werden. Egal. Es geht jetzt los. Ziel ist das deutsche Hauptquartier im Lubliner Schloss. Partisanen berichten von Sowjetsoldaten, die dort gefangen gehalten werden. Natürlich werden wir nicht einfach am Schloss vorfahren können. Feindliche Truppen sind überall in der Stadt. Erwarten Sie Infanterie und Waffentrupps hier in der Stadtmitte, sowie schwere Panzer in den Feldern hier und Artillerie im Nordosten. Sobald wir die Außenbezirke gesichert haben, bekommen Sie das ISU 152. Benutzen Sie es, um das Schlosstor zu durchbrechen und unsere Kameraden zu befreien. Früher gab es Ramböcke, heute gibt es ISO 152. Wir müssen die Deutschen ohne schwere Panzerunterstützung zum Rückzug zwingen. Räumen und erobern Sie die Gebiete im Umfeld des Schlosses. Okay. Sturmtruppen werde ich brauchen. Stoßtrupps. Raus damit, Stoßtrupp her. Das setze ich auf 2. Den Trupp auf 1. Die Panzer werde ich auf keinen Fall angreifen, wenn es sich vermeiden lässt. Weil so irre bin ich nicht. So, SU-76 hilft auch nochmal aus. Ihr habt keine Flanke, ihr seid nur noch 2 Mann. Scharfschütze, verdammt. Schnell, Bewegung. Was wollen Sie? Nein, jetzt habe ich euch. Stellung, weiter Feuer.
So, einfach durchrücken. Einfach vorrücken. Schnappt euch auch gleich den Scharfschützen. Der kann nur einen von euch ausschalten, bis ihr dort seid. Da ist er. Ah, verdammt. Okay, dann der Panzer einmal hier rein. Und das SU-76 wird das MG ausschalten. Mörser werde ich hier aufstellen. Da ist er gut gedeckt. Ich könnte ein MG brauchen, falls wir einen Angriff abbekommen. Aber leider bekommen wir keinen MG geliefert. Da ist aber der Scharfschütze. Schieß drauf. Schieß doch. Als ob diese Windsmauer das aufhält. Geht doch. Friss das. Okay, einfach nochmal auffrischen. Jetzt kann ich hier ja mal das hier holen. Das ist jetzt gerade ein bisschen lame, finde ich. Ist gerade ein bisschen langsam. Ist aber dann einfach so. Scharfschütze werde ich mir, glaube ich, nicht holen. Das ist einfach nur Zeitverschwendung. Den könnte ich zwar als Aufklärer benutzen, aber wozu zur Hölle? Mörser kann ich immer als Unterstützung benutzen. Perfekter Schuss, Mörser. Wieso ist der Trupp nicht voll aufgefrischt? Oh verdammt, ich Idiot, ich Idiot, ich Idiot. Jetzt muss ich diesen Trupp die ganze Zeit wegretten. Damit der NKWD-Offizier den Typen... Ja, da will der nämlich jetzt rangehen und die erschießen. Nein, das wirst du nicht tun. Nein, 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 aus, pfui, nein. Okay, vorrücken. Du kriegst keinen dieser Männer. Bastard! Verpiss dich! Da rennt mir da die ganze Zeit hinterher. Pionier, stell dich dorthin, Stoßtrupp, mitkommen. Ihr rückt jetzt erstmal vor und ihr kommt mit. Damit ich notfalls was auffrischen kann. Die sind echt verrückt. Und der Mörser auch. Feuer einstellen. Diese Granate kam besser, aber trotzdem bescheuert. Okay, dann rücken wir mal zum Marktplatz vor. Aha. Was hat denn den T-70, das SU-76 getroffen? Oha! Okay, Leute. Ihr zieht euch lieber vollständig zurück. Flammenwerfer und anscheinend ein Mörser. Das war anscheinend sehr ungesund. Wo ist unser Flammenwerfer? Wenn ihr einen haben wollt? Bald haben wir Flammenwerfer. Scheiße! Schießt zuerst auf den Flammenwerfer! Das tut ihr ja bloß nie! Das tut ihr jetzt nur, weil das nur noch ein Mann ist. Wir sind zu allem bereit. Wir sind bereit, die Bastarde zu rösten. Wir sind keine Feiglinge. Gut, dann könnt ihr das ja gleich machen. Jetzt überrenne ich den einfach mit Rekrutentrupps. Auf Rückzug steht die Todesstrafe. Na, du sicher kleiner NKWD-Offizier, hast du irgendwie Lust, Leute zu erschießen? Ich auch, und zwar dich. Ich würde diesen Typen so gerne erschießen. Oder besser gesagt, Stalin erschießen, weil er diesen Befehl gegeben hat. Alle Männer, die sich zurückziehen, sind Feiglinge und Vaterlandsverräter. Pussy. Geh selbst aufs Schlachtfeld, dann weißt du, was los ist.
Aber so aktuell hast du nichts zu sagen, Stalin. Du hast keinen blassen Schimmer, was deine Soldaten durchmachen müssen. Keinen blassen Schimmer. Aha. Minen. Das Kommando hat Befehl 227 zurückgenommen. Sie Bürgergenosse. Mörser unterwegs. Da. Oh, sind mittlerweile nur noch zwei Mann. Egal. Zurückziehen. Feindliche Truppen! Schnell, feindliche Infanterie! Die feindliche Infanterie eliminiert! Was wollen wir? Weiter geht's. So, und ihr schnappt euch jetzt mal ein schweres MG. Sofort anfängt zu schießen. Da. Rückzug. Vorwärts. Dieses Ziel. Wir sind die Schussverteidiger. So, wo ist der Scharfschütze? Hab keine Angst vor den Kugeln. Erober diese Stellung. Der liegt da schon. Diese Trupps sind tote Männer. Lol, ich habe jetzt gerade ernsthaft den Typen erschossen, der schon am Boden lag. Das ist asozial. Okay, hier ist irgendwo noch ein Scharfschütze. Nee, das sind MGs. Doch, es ist... Da ist noch ein Scharfschütze. Okay, ich glaube, ich sollte jetzt doch mal lieber mein Spielzeug rausholen. Wenn ich mal genügend Munition habe, von der ich irgendwie gar nichts reinbekomme. Erwarten Ihre Befehle. Feindliche Pioniere nähern sich unserem Hauptquartier. Die wollen Sprengladungen einsetzen. Gleich nicht mehr. Wir sind in Schussweite. Jetzt soll ich vielleicht einen frischen Rekrutentrupp holen, der dann eben mal so die Leute erschießt. Was wollen Sie? Wow. Ja, Genosse? Das ist aber auch so lächerlich, dass die Leute einfach so dran vorbeirennen können. Das ist so lächerlich. Und trotzdem, jetzt seht ihr, wofür das gut ist. Dann stelle ich jetzt das MG auf und kommt hier nichts durch. Ach, das war der falsche Trupp. Erwarten Befehle. Die Sanitäterinnen sind mittlerweile tot. Aber trotzdem, hier kommt jetzt dann kein Pionier mehr ran. Der kommt gerade mal bis hier und das war's dann. Ihr beide könnt euch jetzt ja mal um das MG kümmern, das da noch rumsteht. Tja, die Sanitäter könnte ich jetzt ein bisschen gebrochen, aber egal. Ihr rückt jetzt einfach vor und nehmt den Punkt wieder ein. Und ihr habt Spaß mit dem MG. Flammenwerfer-Trupp hier. Mörser bereit für Befehle. Leute, wir rufen der Einsatzzeit. Werden wir sicher. Pioniere bestätigen, ermarschieren zu sicher. Bam, voll erwischt. Im Lauf. So, also, das Ding soll jetzt auch mal mitkommen. Das MG ist das einzige, was zurückbleibt. Ah, das kann ich auch hier in grüne Deckung stellen. Perfekt. Perfekt. Ich hole mal nochmal zwei Stoßtruppen. Ich habe ja genügend Arbeitskraft. Und ihr lauft schneller. Bitte. Bitte. Los, schnappt ihn euch. There is no escape, bitch. Got him. Wir haben einen Eroberungsbefehl. Für alle Felix-Flag. Ah ja, da ist er. Okay, da oben werde ich nicht angreifen.
Erobern Sie zwei der drei markierten Territorien. Ich werde hier erobern und da erobern, aber nicht die Panzer. Nicht die Panzer! Weil wenn die schon sagen, schwere Panzer, dann dürfte es wirklich was Schweres sein. Und darauf habe ich wirklich keinen Bock. Ach ja, MG. Spielzeug! Spielzeug! Da kommen Pioniere, die uns abfackeln, die uns in die Luft sprengen wollen. Fuck you too, bitch. Ich habe echt Angst vor meinem Mörser. Das ist so bescheuert. Das Ding schießt so ungenau. So, und jetzt nochmal neu verteilen. Das wird Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4, Nummer 5. So, und du, mein Lieblingsspielzeug, du darfst jetzt mal spielen gehen. Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich echt verarschen, dass dieser scheiß Pionier da durchgekommen ist. Ihr wollt mich verarschen! Unterwegs. Frische Rekruten sind eingetroffen. Alter! Die Stellung fürs Vaterland. Feindlicher Trooper Lady. Was zur Hölle? Los! Muss ich jetzt hier die ganze Zeit solchen Truppen hier rumstehen lassen, damit da nichts passiert oder was? Ganz ehrlich, was zur Hölle? Alter, ihr wollt mich doch so verarschen. Hier ist noch ein MG. Ihr seid jetzt Trupp 1, Pioniere. Pioniere. Schnappt euch dieses MG. Dann zieht euch zurück. Du auch. Waffentrupp kehrt zur Basis zurück. Infanterie feuert auf unser Fahrzeug. Das ist jetzt keine Infanterie, das ist mein eigener Mörser. Naja, wobei, das ist auch Infanterie, aber es sind meine eigenen Leute. Befehl 227 wurde aufgehoben. Los, geh ich auffrischen. Und ihr schießt die Leute dort aus dem Gebäude. Mörser, wo bist du? Feuer einstellen. Ich kann diese eigenmächtigen Aktionen nicht gebrauchen. Auf dem Weg. Weil ich stelle da unten jetzt einfach zwei MGs auf. Dann will ich sehen, was da noch passiert. Die kann ich jetzt dann mit nach vorne nehmen. Frische ich nur noch schnell diesen Trupp auf. Und dann kommst du mit nach vorne. So, und diese kleine Kombination aus diesen beiden Fahrzeugen hier, die werden... Derp. Aus dem Fahrzeug und der Infanterie werde ich eben nutzen, um ja überall ein bisschen aufzuräumen. Die Infanterie wird währenddessen versuchen, hier unten durchzurücken und ein bisschen zu erkunden. Siehst doch. Schnell ran, bevor das sich andersrum aufbaut. Und hier ist wieder so ein scheiß Scharfschütze. Für Rauchgranaten ist es zu nah. So.
Da schreit Dua um Hilfe. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao.